Von unserer großen Hausmesse anlässlich der ProWein, ein der berühmtesten Winzer der Pfalz, Volker Knipser. Volker, ihr seid berühmt für Weißweine, aber besonders auch für Rotweine. Du hast heute mitgebracht einen Spätburgunder. Bitte erzähl uns was dazu. Ja, wir sind so ein bisschen breiter aufgestellt bei uns in der Gegend. Wir haben Kalksteinböden und wir haben Rotwein und Weißwein ungefähr halbe halbe im Betrieb. Hauptrebsorte beim Weißwein ist der Riesling, gefolgt von der Burgunderfamilie. Beim Rotwein ist es der Spätburgunder. Spätburgunder gilt als die launischste Rebsorte, Rotweinrebsorte der Welt. Launisch deshalb, weil er alles reflektiert, was ihm geschieht. Im Weinberg, die Böden, die Wasserversorgung, die Mineralstoffversorgung, Lesezeitpunkt. Vor allem reflektiert er sehr stark die Ertragshöhe. Es gibt also keine Rebsorte, die so lange Ertragsreduktion mit Qualitätszuwachs dankt. Qualität in dem Sinne heißt Konzentration. Hier haben wir unseren Einstieg, aber wir steigen in der Mitte ein, also ein mittelgewichtiger Rotwein, und der zeigt eigentlich sehr schön, was Spätburgunder, auf was wir Wert legen beim Spätburgunder, nämlich nicht zuallererst die Farbe. Ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera sehen kann. Der ist schön, ein bisschen heller. Und ich bin mittlerweile sogar der Meinung, dass wenn Spätburgunder zu dunkel ist, dass es ein Hinweis darauf ist, dass er nicht das zeigt, was Spätburgunder als Rebsorte besonders gut kann. Nämlich diese Finesse, diese Präzision und diese Noblesse rüberzubringen. Spätburgunder ist eine ganz andere oder hat ganz andere Eigenschaften als alle anderen Rotweinsorten. Oder ein guter Spätburgunder schmeckt ganz anders als das. Oder man sucht im Spätburgunder was ganz anderes, als was man bei anderen Rotweinsorten sucht. Man sucht also hier nicht Wumms und Kraft und Muskulatur, sondern man sucht hier Finesse, Präzision, Feinheit, feine Frucht. Und wenn man das mal als Weintrinker für sich lieben gelernt hat, dann gibt es einfach, da ist man mit Spätburgunder, mit einem gelungenen Spätburgunder ganz oben, was Genuss und Freude betrifft. Und wie gesagt, hier mit dem, das ist so ein mittelgewichtiger Wein, mit dem verbringe ich gerne Abende. Das ist ganz schön und angenehm. Es macht nie satt, das haut einem nie sondern es animiert wieder, nicht nur weiter zu trinken, sondern sich weiter zu unterhalten. Das ist einfach ein schöner Wein für einen Abend. Stimme ich zu. Was mich begeistert, ist auch hier wieder die Frische. Es ist nicht nur die Frucht, die im Vordergrund steht, sondern dieser mineralische Druck, der sehr lange haften bleibt und diesen Wein ja auch auszeichnet. Vielen Dank, Volker. Sehr schöner Wein. Danke. Gerne. Was ich noch anfügen würde, unsere Weine, gerade die Rotweine, die trinkt man nicht ganz jung. Die brauchen ihre Zeit, um erwachsen zu werden, und dann sind sie einfach schöne Begleiter. Ja. Sehr schön. Danke, Karl. Vielen Dank.